Vor einigen Sekunden ist er zu Ende gegangen. Dein großer Auftritt, Jürgen. Das war wieder geil, oder? Es war wie immer wunderschön. Also ist ja, ich kann es gar nicht erklären. Hier ist immer so eine tolle Atmosphäre. Erstmal Backstage, was muss ich jetzt wirklich mal sagen, was ihr hier auf die Beine stellt Backstage, das sucht echt seinesgleichen. Weil ich glaube, hier hat es noch nie einen Künstler gegeben, der gesagt hat, oh, das ist scheiße. Weil man merkt, ihr macht euch wirklich Gedanken. Da haben wir schon ganz andere Umkleidekabinen erlebt, keine Umkleidekabinen. Ich habe mich mal in einem Aufzug umziehen müssen. Und ich, vor meinem Auftritt musste ich dann auf Toilette und dann hat man mir einen Eimer in den Aufzug gestellt. Echt? War das in Ost-Berlin oder? Das ist jetzt kein Witz. Nee, das war in Braunschweig. In der ältesten Diskothek Deutschlands, hat man mir damals erzählt. Aber deswegen habe ich ja trotzdem angenommen, dass die Toiletten da haben. Ne? Nee, auf jeden Fall, man kommt immer so gerne hier hin. Hier sind alles nette Menschen. Hier ist alles so toll organisiert. Dann der Auftritt, eine riesen Bühne, dann die Beschallung. Also es ist ein Traum, hier auftreten zu dürfen, muss ich wirklich sagen. Ich muss auch sagen, du machst es immer super. Jedes Jahr einfach sensationell und es ist kein Geschleime. Du bist sowieso mein Lieblingsjürgen, muss ich sagen. Das ist immer schön. Und in diesem Sinne. Ja, das weiß ich auch. Ich brauche so meine Streicheleinheiten. Das finde ich immer bockig. Ne? Ja, gut, komm, wir gehen jetzt. Also, das war's dann. Tschüss.